Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Hallo aus Ahnertal bei Kassel, hier ist der Christian. Moin aus Hamburg, hier ist der Jan. Hallo Jan, grüß dich. Ja, Montag, unsere gemeinsame Folge. In deinem Podcast, lieber Jan, und natürlich auch in meinem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Folge. Weißt du, als ich eben aus der Dusche kam, da habe ich mich in so ein richtig flauschiges Handtuch du kennst das, du kommst aus der Dusche und du hast so ein weiches, flauschiges Handtuch, mit dem du dich abtrocknen kannst. Und das hat mich total inspiriert, weil Handtücher mich irgendwie in den letzten Wochen, oh Wunder, haha, das ist aber jetzt, Handtücher verfolgen mich und werden uns alle in Zukunft, glaube ich, auch noch länger begleiten. Ich glaube, wir beide sind aufs Handtuch gekommen, ne? Wir sind aufs Handtuch. Wir haben so viele Handtuchideen in den letzten Tagen besprochen. Das ist der Hammer. Ja, warum Handtücher? Weil Handtücher ein schönes Bild sind, aber da wollen wir so richtig, warum heute nicht drauf eingehen, das wird ein andermal passieren. Na, und trotzdem hat Handtuch ja eine tiefere Bedeutung. Also von daher. Das ist eine der wichtigsten Ressourcen, die wir haben, finde ich. Ja, richtig. Und über Ressourcen soll es heute gehen und dementsprechend auch Handtücher. Also so ein Handtuch ist total nützlich, kannst es für 1000 Sachen benutzen. Abtrocknen ist ja nur eine Sache. Du kannst das über den Kopf packen, wenn du schwitzt, wenn irgendwo Rauchentwicklung ist. Du kannst es dir um den Arm wickeln, du kannst dich zudecken, du kannst drauf liegen. Also ein Handtuch ist einfach cool. Du kannst es auch, also Handtücher generell, du nimmst es mit, wenn du in die Sauna gehst. Und Handtücher können sogar ein Werbeträger sein, geht mir gerade nochmal durch den Kopf. Also ich meine, wir haben bei uns, und das nutzt meine Tochter im Moment, mein Schwiegervater war ja früher mal Malermeister, dann gab es von so einer Farbenherstellerfirma so ein Werbehandtuch mit so einem großen Elefanten drauf, ich will gar keinen Namen nennen, aber mit einem großen Elefanten drauf, der so bunt ist, und das liebt meine Tochter. Also von daher ist es ein Werbeträger. Also Handtücher ist eine unendlich wichtige Ressource nicht in unserem Leben, die wir viel zu häufig gar nicht wertschätzen. Das wusste Linus von den Peanuts auch schon. Ja, richtig, so, genau. Ja, also so. Und über Ressourcen soll es ja heute gehen, nicht nur über Handtücher. Und es geht ja mal darum, welche Ziele verfolgst du, wo willst du hingehen? Und da ist eine Geschichte die Persönlichkeit, die ja auch, ich sag mal, was mit Ressourcen zu tun hat, beziehungsweise Ressourcen haben was mit der Persönlichkeit zu tun. Ja. Und um Ziele zu erreichen, Menschen kennenzulernen oder irgendwie in der Welt da draußen zu bestehen, ist es total wichtig, dass du deine Ressourcen kennst. Und jetzt sind wir beide Coaches. Natürlich reden wir auch von inneren Ressourcen, also Dinge wie Fähigkeiten. Und da kannst du dir zum Beispiel mal heute überlegen, ganz kurz, was dir so einfällt, die nächsten 5 Sekunden, dass du dir mal überlegst, was kannst du so richtig gut? Also welche Talente bringst du im Grunde genommen mit? Was ist so das, wo du auch so in deiner Kraft wirklich bist, wo du sagst, das geht mir so richtig von der Hand? Und wenn ich im Coaching bin und das mal frage, was kannst du so richtig gut, dann passiert das so hin und wieder mal, dass ein Klient von mir oder eine Klientin von mir sagt, ja, auf der Couch liegen, und schämt sich fast dafür. Und dann sage ich, ist doch super, ist doch eine geile Ressource. Und dann guckt sie mich an und sagt, wieso? Oder gucken mich die Menschen an und sagen, wieso ist das eine Ressource? Ich bin dann doch einfach nur faul. Und das ist halt zum Beispiel einer der Gründe, oder zu sagen, hey, wie guckst du dir deine Ressourcen an? Guckst du dir die positiv an? Bringt dich das deinem Ziel näher oder hält dich das auf? Weil ich glaube, zu sagen, ich kann gut auf der Couch liegen,
es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, ich tanke jetzt Kraft oder ich komme mal runter. Beschäftige mich mal eben nicht mit dem Stress des Alltags. Und das ist eine wichtige Ressource, solange du weißt, dass das eine Ressource ist und natürlich nicht 7 Tage die Woche auf der Couch liegst. Das ist wie alles, ne? Wenn du es zu sehr einsetzt, ist halt schädlich. Ja? Genau. Weil am Ende des Tages, auch um bei dieser Ressource gerade zu bleiben oder da anzuknüpfen, am Ende des Tages gibt es ja andere Menschen wieder, die das nicht können, die dann die ganze Zeit nur im Arbeitsmodus sind. Und Achtung, die manchmal auch, obwohl sie das machen, nicht mehr erreichen als die, die sagen, okay, ich habe die Ressource, mich aufs Sofa zu legen, meine Kräfte zu sammeln, vielleicht mich auch ein Stück weit zu fokussieren und kriegen dann Dinge danach in viel weniger Zeit hin als andere. Ja, das geht ja sogar teilweise so weit, dass Menschen sich nur noch über das definieren, was sie tun. Also tatsächlich nicht auf dem Sofa, also ja, auf dem Sofa liegen, ich bin faul, da ist eine Definition, aber auf der anderen Seite das, was du gesagt hast, Leute nicht abschalten können und immer nur machen, 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 die werden ein Riesenproblem bekommen, wenn auf einmal nichts mehr zu tun ist. Und dann siehst du es ganz häufig, dass Menschen sich dann Arbeit suchen, bewusst oder unbewusst, damit sie eben nicht mal abschalten können. Und das finde ich total traurig. Und ich muss gerade, ich muss diese Anekdote kurz erzählen, weil du das von dem Ausreden und auf dem auf dem Sofa liegen und Ausruhen-Thema erzählt hast. Mir ist gerade eine alte Geschichte durch den Kopf gegangen. Ich habe ja früher Kinder- und Jugendarbeit gemacht in der Deutschen Waldjugend. Das ist ja so ein bisschen wie Pfadfinder. Und dann hatten wir einen Jugendbildungsreferenten. Und dieser Jugendbildungsreferent, ich habe ihn damals sehr geschätzt. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu. War im Sommer auf so einem Lager mit den Kindern. Und er hat sich unter den Baum gesetzt und hat nichts gemacht. Und dann waren alle irgendwie so, nicht alle, aber einige so im Aufruhr. Wie kann der das machen? Und dann kam von dem auch noch die Aussage. Was machst du denn da? Ich sitze einfach hier. Und das ist so ein spannendes Bild davon, wie Menschen geprägt sind. Dass die Gesellschaft ja ein Stück weit auch davon geprägt ist, dass sich dieses einfach hinzusetzen. Und er sitzt einfach, er hat gesagt, ich sitze hier und denke. Das war der gesamte Bogen, ja. Dass wir davon geprägt sind, dass nur irgendwie das Tun, nur das Schaffen irgendwie der heilige Gral ist, sondern und dass es dass diese Dinge wie ich bin achtsam mit mir, ich gucke nach meinen inneren Ressourcen, ich achte darauf, dass das einfach nicht en vogue ist. Ja, dieses höher, schneller, weiter. Und am Ende sind wir alle, wenn man so ein Bild man nimmt wie so ein Akku, dass wir den auch mal aufladen müssen und dass wir einfach auch mal wieder zur Ruhe kommen müssen. Oder wir bleiben mal bei dem Bild, wir alle sind auch ein Handtuch. Weißt du, wenn du das frisch aus dem Trockner nimmst, dann ist das flauschig und toll. Ja? Wenn du dieses Handtuch, 5 Wochen am Stück benutzt. Oh, bitte. Ich habe so einen Geruch in der Nase. Ja, genau. Ganz genau. Aber das ist halt genau das, was die Menschen tun. Die benutzen sich als Handtuch 5 Wochen am Stück und dann ist man irgendwann kratzig, dann riecht man vielleicht auch nicht mehr ganz so gut und dann kann man auch nicht mehr anziehen. Also wenn du die Wahl hättest zwischen einem flauschigen, gerade aus dem Trockner kommen, vielleicht noch so ein bisschen warmen Handtuch oder das so über eine Heizung hängt. Weißt du, kennst ja diese Badezimmerheizung, ne? Ja. Wo du so ein Handtuch drüber legst, ne? Also würdest du dieses Handtuch vorziehen oder würdest du das Handtuch vorziehen, was seit 5 Wochen da hängt? Gute Frage. Also ich weiß meine Antwort. Kann jeder für sich selbst mal überlegen. Und am Ende ist es ja auch so, wenn du so ein Handtuch 5 Wochen am Stück benutzt, das tut ja auch nicht mehr seine Arbeit so wie am Anfang. Ja, und vor allen Dingen, man sieht es. Also wenn du glaubst, dass die Menschen das bei dir nicht sehen, dass du nicht auf deine Ressourcen achtest, dann kannst du das gerade mal völlig knicken. Denn das ist nämlich meistens auch das Problem bei Menschen, die nicht befördert werden. Ja? Das sieht der Chef. Die können von morgens bis abends im Unternehmen sitzen und dem Chef zeigen, dass er hier, dass man es wirklich ernst meint und wird trotzdem nicht befördert. Darauf gehe ich
am Mittwoch übrigens in meinem Podcast nochmal ein. Okay. Habe da eine Inspiration bekommen, also jetzt nicht durch unseren Podcast, sondern durch ein Buch, auf das ich eingehen werde. Mhm. Aber es geht doch darum zu sagen, was nutze ich von meinen Fähigkeiten, um auch meine Ziele zu erreichen. Wenn ich irgendwo Sachbearbeiter bin, nutze ich dann nur meine Sachbearbeiterfähigkeiten oder nutze ich vielleicht auch die Fähigkeiten, die ich im Hobby habe, dass ich irgendwie flexibel bin, dass ich kreativ bin oder dass ich andere Dinge mache. Und das ist mir so wichtig zu sagen, die Ressourcen, die du hast, das sind nicht die Zertifikate, die du erlangst, das ist nur Wissen. Genau. Sondern welche Dinge in deinem Leben hast du wirklich verstanden? Was fühlst du? Was kannst du? Und ich glaube, gerade in der Zeit, durch die wir ja auch jetzt immer noch durchgehen, ich komme da deshalb gerade drauf, weil wir gestern Abend ein tolles Meeting, wir zeichnen ja Sonntag auf, zwar Samstagabend, mit Freunden hatten. Manchmal machen wir das irgendwie, dass wir uns dann mit mehreren Freunden irgendwie per Zoom treffen, wo wir uns normalerweise getroffen hätten. Und da hatten wir genau dieses Thema, was ist denn mit den Unternehmen im Moment, also gerade mit solchen, also wir kamen da natürlich auf das Thema Bars und Gaststätten und so weiter und all die, die momentan irgendwie nichts tun dürfen, ja, die geschlossen sein dürfen. Sag ich, ja, ich kann das nachvollziehen, dass es denen gerade im Moment nicht gut geht und gleichzeitig ist die Frage doch, die ich mir stellen darf, die sich jeder Einzelne stellen darf, über diese, wenn das meine Ressource ist, das, was ich, oder wenn ich meine Ressource nutze und die heißt dann, ich mache eine Bar, dann darf ich mir darüber Gedanken machen und darf mir bewusst werden, was habe ich denn darüber hinaus noch für weitere Ressourcen? Was habe ich denn momentan vielleicht noch in petto, was ich noch nicht eingesetzt habe oder was ich an einer Stelle eingesetzt habe und in Zukunft vielleicht noch ein bisschen anders einsetzen kann? Ja? Und ich glaube, da hat jeder mehr als nur eine Ressource und so ein Stück weit den Schritt dann rauszumachen und zu sagen, hey, okay, ist jetzt so, wie es ist und was habe ich denn eigentlich noch für Pfeile im Köcher, mit denen ich hätte beinahe gesagt, auf die Jagd gehen kann, aber mit denen ich arbeiten kann. Ja, da sprichst du was an, ein Buch, was ich so vor einiger Zeit mal gelesen habe, das von Dietmar Dahmen, das heißt, warte, jetzt muss ich es umdrehen, Transformation, bam, und er spricht von der Vulkanökonomie in dem Buch. Und die Vulkanökonomie ist folgendes. Stell dir mal vor, du bist jetzt auf einer Insel, einer Vulkaninsel, und um dich herum ist nur Lava, also so feste Lava. Ja, keine heiße Lava. Was bleibt von dir? Was kannst du jetzt tun? Also gut wäre es, wenn du ein Handtuch dabei hättest. Aber was kannst du jetzt tun? Ja, was kannst du jetzt noch machen? Und das ist genau das Problem, vor dem viele Menschen heutzutage stehen, die ihren Job so nicht mehr ausüben können. Genau wir beide auch. Wir haben auch Einzelcoachings gehabt, wo wir die Menschen gesehen haben, wo wir die getroffen haben im Office. Und auf einmal war der Vulkanausbruch in Form einer Pandemie und jetzt mussten wir uns überlegen, was machen wir? Und da ist es total wichtig, seine Ressourcen zu kennen, zu wissen, was kann ich? Ich glaube, wenn ich gerade angefangen hätte zu coachen, hätte ich viele Zweifel gehabt zu sagen, kann ich jetzt ein Coaching über Zoom abhalten? Ja. Jetzt nach 550 Einzelcoachings, ja, klar kann ich das. Und das ist etwas, eine Ressource, die ich habe, die ich auch angelernt habe, also was ist meine Erfahrungspunkte, was ist so wichtig da drin, das ist eine. Was kann ich also jetzt sofort machen? Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat. Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring, denn Erfolg kommt von Vernetzen. Profitiere vom Expertenwissen der Gruppe. Arbeite am statt im Leben. Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel. Stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online. Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Und das andere ist natürlich auch zu sagen, wo habe ich denn meine Ressourcen im Außen? Also, was kann ich gerade nutzen?
Ne? Mit Ressourcen im Außen, ich glaube, es ist nochmal wichtig darauf einzugehen, mit Ressourcen im Außen ist jetzt nicht nur gemeint, mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto, sondern ist im Grunde genau was ganz anderes gemeint, nämlich mit welchen Menschen bin ich im Kontakt, was ist denn mein Netzwerk, was ist mein Umfeld, guckt mal in euer Handy rein, guckt, wie viele Adressen da drin, wie viele Kontakte da drin, das sind alles Ressourcen, das sind alles Ressourcen, auf die du im Grunde genommen jederzeit Zugriff hast. Und nochmal, Vulkanökonomie, wenn du sagst, diese Ressourcen helfen mir gerade nicht weiter. Wir bieten dir eine Ressource an, wenn du zum Stammtisch kommst. Wir bieten dir das an, genau auch aus dem Grund, zu sagen, wenn du sagst, die Ressourcen kann ich so nicht anzapfen, dann schaff dir neue Ressourcen in Form eines Netzwerks. Dann komm zu uns zum Stammtisch, egal was du von dem Stammtisch hältst, egal wo du sagst, ich bin eher introvertiert oder ich habe nichts zu erzählen. Die Dienstleistung, die ich habe, wird gerade nicht verkauft, was auch immer für dein Problem gerade ist. Diese Gedanken schieb die zur Seite und nutz die Ressource dieses Podcasts, nutze uns als Ressource. Ja. Wir sind nämlich auch eine Ressource im Außen, um ganz ehrlich zu sein. Ja, und du hast gerade so schön gesagt, dass der Stammtisch dann natürlich total großartig für ist, als externe Ressource die zu nutzen. Und es sind immer wieder die grandiosesten, ich sag mal, Ergebnisse, die sich ergeben, wenn ich diese äußeren Ressourcen halt nutze. Zum Beispiel denke ich da gerade dran, da haben wir uns beim letzten Stammtisch drüber unterhalten. Wir bekamen zweimal im Chat irgendwie so eine Nachricht, also unabhängig in verschiedenen Stammtischen, dass jemand einen aus dem Austausch mit den anderen einen Begriff gefunden hat, womit er seine Arbeit neu beschreiben kann, das, was er tut, neu beschreiben kann. Ja, also sowas passiert am Ende nur dann, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich quasi diese Ressourcen, als dieses Außen auch als meine Ressource anerkenne. Und auch als Handtuch. Denn wenn du das nicht tust, dann bist du nur ein kleiner Faden und der reißt. Mhm. Ja? Und darum geht es einfach. Deswegen Handtücher sind für alles cool. Ja? Wenn du einfach mal überlegst, auch für dich in deiner Persönlichkeit, wenn du der Meinung bist, du musst alles mit dir selber ausmachen, du darfst keine Schwächen zeigen, dann bist du wie ein Faden. Und so ein Faden reißt irgendwann mal. Mal mehr, mal weniger. Oder schneller. Es gibt wir kennen es ja in unserem Sprachgebrauch. Wir reden ganz häufig vom Geduldsfaden, der reißen kann. Ja. Da ist es uns das bewusst, aber dass das noch eine viel tiefere Bedeutung ja auch in der Persönlichkeit am Ende hat. Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Bogen. Und dafür zu sorgen, an der Persönlichkeit zu arbeiten, das ist nämlich am Ende ja für uns ein Stück weit das, und das ist das Einzige, was ich verrate, das Handtuch so ein Stück weit eine Metapher auch zur Persönlichkeit ist, ja, zu einer starken Persönlichkeit ist, da kann man dran arbeiten, da kann man dafür sorgen, dass diese Einzelfäden, wir bestehen erstmal alle aus Einzelfäden und die sinnvoll und sauber miteinander zu verweben. Ganz genau. Und wenn du das für dich selber noch nicht gemacht hast, dass du mal guckst, deine inneren Ressourcen mit deinen äußeren Ressourcen zu verweben, das geht nämlich auch. Ja, fällt nicht immer ganz leicht und deswegen gibt es ja so Menschen wie Christian und mich, Coaches, die dabei helfen, das zu verweben und eventuell dazu unterstützen, dass du mal dein eigenes Handtuch machst. Und du hast eben davon erzählt, dass deine Tochter so gerne jetzt so ein Handtuch als Werbe einlag. Dieses Handtuch hat Persönlichkeit. Ja, das sagt etwas aus. Es zieht deine Tochter magisch an. Es ist ein Bild, was deine Tochter magisch anzieht. Mhm. Und darüber reden wir ja die ganze Zeit. Gesetz der Anziehung. Was will ich anziehen in meinem Leben? Mhm. Welche Menschen will ich anziehen? Welches Business will ich anziehen? Welche Jobs will ich anziehen? Welche Klamotten will ich anziehen? Das hat alles damit welches zu tun. Handtuch will ich anziehen? Handtuch anziehen, das ist vielleicht eine Idee. Da können wir vielleicht mal ein Handtuch, das man anziehen kann. Überleg mal. Ja. Es gibt ja Profi-Kuscheldecken. Ich weiß nicht, kennst du Profi-Kuscheldecken? Nein. Profi-Kuscheldecken ist großartig. Ich habe mir sowas irgendwann mal gekauft. Also eigentlich habe ich die, wollte ich die meiner Frau schenken. Ja, ich bin, also im Winter bin ich ein Kuschler. Das ist so eine ganz flauschige Decke, ist es mit Ärmeln dran. Ja, also die Dinger kenne ich, die sind auch teilweise wie so ein Schlafsack, so dass du da reinsteigen kannst. Ne, mit so einem, geil, und dann hast du unten noch so die Füße und dann kannst du gar nicht drumherum schlafen. Oh, großartig. Ja, aber vielleicht entwickeln wir beide ja mal ein Handtuch, womit man das machen kann. Ja. Ja?
Das ist cool. Ja, auf jeden Fall, überleg doch mal, alleine wenn du Ressourcen anguckst, das, was wir gerade gemacht haben, war ja auch nichts weiter als ein Gespräch oder eine Ressource zu nutzen, in dem man zusammen denken darf. Und das mag vielleicht gerade irrsinnig sein, aber ich kennst du den Spruch, jede Idee, die man hat, die nicht den Anschein macht, dass sie total verrückt ist, ist keine Idee. Mhm. Ja, so, und dementsprechend meine Einladung an dich heute ist einfach mal zu gucken, nimm doch auch mal ein Handtuch bei dir aus dem Regal und nimm das als Sinnbild deines Lebens und überleg mal, welche Ressourcen hast du? Was kannst du, meinetwegen auch die Zertifikate, ich hacke ja immer auf den Zertifikaten rum, aber meinetwegen auch die Zertifikate, was sind deine inneren Ressourcen, was kannst du richtig, richtig gut, wo denkst du nicht mehr drüber nach, wo, also meistens ist das so ein Indiz, dass man sagt, ja, das ist doch nichts Besonderes. Da solltest du genauer hingucken, sind deine Ressourcen, was macht dich als Ressource aus und wichtig auch für andere Menschen. Ja, und ich mache so einen kleinen Teaser für nächste Woche, nämlich wir sind ja jetzt quasi in der Woche, wo wir keinen Stammtisch machen, aber nächste Woche Dienstag geht es wieder weiter mit unserem nächsten Stammtisch. Also nächste Woche Dienstag, das ist der 26. Januar. Dann sind wir schon fast wieder am Ende des Januars angelangt. Das ist echt krass. Aber weißt du, was am Mittwoch jetzt diese Woche losgeht, am 20.? Die Third Mentoring. Ja, aber hallo. Ja, wir haben unsere Teilnehmer, wir freuen uns voll drauf. Ja, da geht es richtig zur Sache jetzt. Jede Woche mittwochs genau. Mentoring mit Menschen, die genau das machen wollen, die ein Handtuch weben wollen, die hingucken wollen, die dieses Handtuch auch mal nutzen wollen. Mhm. Und am besten so ein warm, flauschiges. Ich meine, da ist ja jeder anders, aber Also warm, flauschig finde ich ja gut. Und dann gibt es manchmal diese synthetischen, wo man das Gefühl hat, man kann sich nicht so richtig mit ab. Die sind zwar auch manchmal warm und flauschig, aber die sind so. Ja. Also, das sollte so eine schöne Baumwolle für mich sein. Ja, also wenn mein Handtuch, wenn mir jemand jetzt auf die Idee kommt, mir ein Handtuch zu schicken, total gerne, aber bitte so warm, flauschig, Baumwolle, dann bin ich Fair Trade. Fairtrade. Finde ich auch toll. Genau. Ja, also, ja. Aber ich mag übrigens schwarz-gelbe Handtücher. Nur so, also ja, am Mittwoch startet das Deep Thought Mentoring. Da freuen wir uns wahnsinnig drauf auf die Teilnehmer. Und dann und an den. Du kannst jederzeit mitmachen. Ganz wichtig. Also, wenn du jetzt sagst, oh, scheiße, das beginnt jetzt. Und dann kam ich ja nicht mehr rein. Nein, du kannst jederzeit eintreten, jederzeit mitmachen. Die einzige Einschränkung ist tatsächlich die Mitgliederzahl in einem. Und wenn es zu viele sind, machen wir halt zwei. Aber genau. Das ist die einzige wirkliche Begrenzung, ist die Anzahl der Leute, die wir da begleiten. Also, wenn du noch Bock hast, kurzfristig, geh auf www.projekt42online, Deep Thought Mentoring, vereinbare dort ein 4+2-Augen-Gespräch. Sollten wir das heute machen, am Montag, werden wir das Gespräch nicht mehr hinbekommen vom Mittwoch. Das werden wir zeitlich nicht schaffen. Aber dann führen wir das danach. Uns ist viel wichtiger, die Informationen, die du in dem Formular gibst. Und dann legen wir richtig los. So. Da freue ich mich drauf, oder? Ja. So, dann. Wir sind am Ende für heute, oder? Ja, wir sind ich glaub schon. Am Ende. Genau. Dann machen wir einen Schluss für heute, sage ich. Lebe meisterlich. Und ich sage, magic your life. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.